Gragnano, eine italienische Kleinstadt bei Neapel. Hier wird Pasta hergestellt. Allerdings nicht irgendeine Pasta. Die Nummer eins. Wir machen die beste Pasta der Welt. Der Italiener Arturo Elefante gilt als Nachwuchsstar am Pasta-Himmel. Gourmet-Kenner behaupten, hinter den Mauern des Pastificio dei Campi stellt er die beste Pasta der Welt her. Jeder Arbeitstag beginnt über den Dächern Neapels, denn eine der wichtigsten Zutaten ist das Wetter. Das müssten heute so 30-40% Luftfeuchtigkeit sein. Solche Tage sind gut für die Pasta. Arturo Elefantes Geheimnis: das ideale Wetter und regionale Produkte wie der Hartweizen aus dem Nachbarort. Die Sonne, das Meerwasser und der Wind aus den Bergen lassen ihn besonders gut wachsen. Einmal pro Woche wird der Weizen geliefert. Heute arbeitet Arturo Elefante an einer neuen Pastasorte. Für die richtige Form braucht er diese Lochsiebe aus Bronze. Die Maschine nimmt mehr Arbeit ab. Es ist weniger anstrengend. Im Gegensatz zu früher, als wir Pasta noch mit den Händen gemacht haben, schaffen wir heute ein Vielfaches mehr. Die größte Herausforderung? Der Teig. Wasser und Hartweizenmehl sind die einzigen Zutaten. Beides wird ohne Luft gemischt und dann mit viel Druck und Hitze durch das Sieb gepresst. Die sogenannten Erike, lange Spiralnudeln, macht Arturo heute zum ersten Mal. Italien produziert mehr als 3 Millionen Tonnen Nudeln im Jahr und ist damit weltweit der Pastahersteller Nummer 1. Und das ist Arturos Lieblingssorte. Obwohl alle Nudeltypen aus dem gleichen Teig bestehen, gibt es einiges zu beachten. Jede Nudelform darf nur mit einer bestimmten Soße gegessen werden. Kleine Nudeln nur mit Brühe, Spaghetti essen wir nur mit Meeresfrüchten. Pasta zubereiten, das können die Italiener, aber erfunden hat die Nudel möglicherweise eine andere Nation. Das älteste Nudelrezept stammt wohl aus China, auf Pergament geschrieben vor fast 4000 Jahren. Auch die Römer und Griechen fanden früh Geschmack an Nudeln. Beweis dafür sind Grababbildungen aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, die Mehlsack und Nudelholz zeigen. Die Araber waren diejenigen, die damit begonnen haben, frische Nudeln zu trocknen und so haltbar zu machen. Arturo Elefantes Pasta musste fast 50 Stunden trocknen. Jetzt geht's ans Verpacken. Pro Tag produziert die Fabrik 3 Tonnen Nudeln. Das bin ich auf dem Bild. Es ist schön zu wissen, dass mein Foto um die ganze Welt geht. So kann jeder sehen, dass ich diese Pasta gemacht habe. Jetzt ist es soweit. Arturos Chef Giuseppe Di Martino muss entscheiden. Schmeckt die neue Nudelkreation? Nur wenn der Chef überzeugt ist, geht diese Pasta in Serie. Sind gut, oder? Du hast eine super Arbeit gemacht. Das Fazit des Chefs: perfekte Farbe, ideale Form. Nichts bleibt an der Gabel hängen und die Pasta ist genau al dente. Ich mache ja auch die beste Pasta der Welt. Und die soll heute zu Don Alfonso. Das Sternerestaurant wurde vom Guide Michelin ausgezeichnet. Den Familienbetrieb gibt es seit mehr als 100 Jahren. Ein 3-Gänge-Menü kostet hier rund 200 Euro pro Person. Das Erfolgsgeheimnis von Sternekoch Ernesto Iaccarino: einfache, aber hochwertige Zutaten. Heute will er mit Arturo Elefantes Pasta ein Gericht für sein Restaurant kochen. Die Pasta duftet schon mal hervorragend nach Weizen. Das ist das Erste, was mir auffällt. Und jetzt lass uns die mal probieren. Die Idee: ein simples Gericht aus Olivenöl, Peperoncini und Thunfisch. Ob es die Nudeln auf die Speisekarte schaffen werden? Der Chefkoch schweigt und genießt. Eindeutig, die Pasta kommt an. Kompliment an den Koch und Kompliment natürlich auch an mich. Ein voller Erfolg. Arturo Elefantes Pasta hat es auf die Speisekarte eines 2-Sterne-Restaurants geschafft. Wieder ein Beweis für den Nudelmacher. Die beste Pasta der Welt kommt aus einem kleinen Ort ganz in der Nähe von Neapel.